Computer. So, da. Dann herzlich willkommen alle. Ich freue mich sehr, dass die beste deutsche Schachspielerin, noch Frauengroßmeisterin, International Master, wartet noch auf Großmeistertitel, heute Zeit gefunden hat. Und Lisi ist mein erster Gast im neuen Jahr. So herzlich willkommen. Danke. Es ist momentan in Paris, war in der Schweiz, macht ein bisschen so Ferien, besucht ihr Freundinnen und einfach genießt die auch die Auszeit. So, die beste deutsche Schachspielerin aller Zeiten, und ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich das so sage, die erste deutsche Spielerin, die den Großmeistertitel trägt, Jugend. Weltmeisterin, Junior-Weltmeisterin, Europameisterin im Schnellschach, Vize-Europameisterin im Blitzschach. In 2018 hast du es in der Top 10 der Frauen-Weltrangliste geschafft, und in 2019 wurdest du die Dritte bei den Europameisterschaften der Frauen. Ich könnte noch weiter 10 Minuten oder vielleicht 15, 20 Minuten Du hast gut gelernt. über alle deine Erfolge sprechen, aber sagst du doch selber, Lisi, auf welchen Erfolg blickst du am liebsten? Einmal hast du gesagt, dass es Weltmeistertitel vom 2002 ist. Gut, es kommt drauf an, in der Jugend damals, also als ich noch in den 20ern oder vor den 20ern war, im Teenageralter, war der Titel 2002 psychologisch gesehen sehr, sehr wichtig gewesen, weil ich zuvor eben in der U12, U14, U10 immer in der letzten Runde meinen Titel durch eine Niederlage oder durch ein Remis, meistens war es eine Niederlage, verdorben habe, sodass eben 2002 psychologisch da die Wende kam, indem ich den Titel bekommen habe. Der nächste dann 2005, der war definitiv schon psychologisch einfacher, weil ich wusste, dass das Letztrundenproblem nicht mehr so akut ist. Und im Erwachsenenalter würde ich sogar jetzt sagen, dass mein Erfolg jetzt in Riga beim Grand Swiss vermutlich der objektiv beste Erfolg war. Jetzt vielleicht nicht, weil es war jetzt keine Goldmedaille, aber es war ein Turnier, wo die wirklich Creme de la Creme der Frauen anwesend war. Und mit dem zweiten Platz habe ich gemerkt, dass ich immer noch, selbst mit meinem fortgeschrittenen Alter aus Schachperspektive gesehen, mithalten kann. Wir werden noch darüber reden, über Grand Prix in Riga. Und vielleicht, wir gehen ein bisschen in deine Kindheit. Jeder kennt natürlich deinen Vater, Thomas Betz, der selber ein Großmeister ist. Und du hast einmal erwähnt, dass wenn dein Vater nicht spielen könnte, hätte keine Chance bei deiner Mutter gehabt, die auch selber relativ eine gute Spielerin war. Und war das auch deine Mutter oder nur dein Vater, der bei deiner Schachentwicklung eine große Rolle gespielt hat? Und wie lange hat er dich schachlich eigentlich begleitet? Also man muss sich das so vorstellen, meine Eltern haben sich kennengelernt über eine Freundin von meiner Mutter, Greta hieß sie damals. Und meine Mutter war immer schachaffin gewesen. Sie hat in ihrer Region, also die Kreismeisterschaften haben wir das in Deutschland genannt, hat sie eben im Eichsfeld zusammen mit ihrer Schwester eben meistens die Titel gewonnen. Aber du musst dir vorstellen, die hat vielleicht so ein Niveau von 900, 1000, 1100, aber es hat eben für den Kreis von Eixleben, so eine kleine Region in Thüringen, hat das eben gereicht. Und als sie meinen Vater kennenlernte, war sie sich nicht sicher, ob sie ihn wiedersehen wollte oder nicht. Sympathie war halt da, aber er konnte halt nicht so gut tanzen, das fand sie nicht so toll. Und da hat sie eben zum Spaß ihn gefragt am nächsten Tag, ob er denn Schach spielen könnte. Und sie meinte eben jetzt im Nachhinein zu mir, das hätte er gesagt, nein, hätte sie ihn nicht nochmal getroffen. Da er aber die Frage verjaht hat, haben sie sich am nächsten Tag zum Schachspielen getroffen. Und mein Vater hat dann ihr gesagt, er braucht das Brett nicht sehen, sie soll ihm nur die Züge ansagen. Und sie hat dann eben gemeint, dadurch, dass sie so beschäftigt war, die Koordinaten zu lesen, hat sie gar nicht mitbekommen, wie stark er eigentlich schachlich ist, weil sie einfach die ganze Zeit versucht hat, die Koordinaten zu verstehen, um die Züge irgendwie zu rekonstruieren. Und hat erst irgendwann später geschnallt, dass sie gar keine Chance hat. Sie hat es immer gedacht, das liegt an den Koordinaten, weil sie zu abgelenkt ist, das alles zu lesen und wiederzugehen. Aber war er schon zu der Zeit, war er ein Großmeister oder war er
In ich glaube, das war Anfang der 80er Jahre, also geheiratet. Oh, jetzt müsste ich jetzt lügen. Ich glaube, die haben geheiratet. Also mein Bruder ist geboren 83. Die müssen geheiratet haben 82. Also mein Bruder kam relativ schnell danach. Also vermute ich, die haben sich so kennengelernt 80, 81. Das ging ja damals in der DDR sehr schnell mit dem Heiraten und Kinderkriegen. Ja. Ich glaube, die kannten sich auch nur ein halbes Jahr und haben geheiratet. Das hatte damals auch irgendwie in der DDR extreme steuerliche Vorteile. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, das muss so ungefähr 1982 gewesen sein, als sie sich kennengelernt haben. So, aber er hat sie ein bisschen ausgetrickst, ja, deine Mama. Jo, der hat ja nichts davon gesagt. Also mein Vater ist Großmeister geworden, da war er 33, das weiß ich. Er ist 56 geboren, jetzt müsste man die Mathematik machen. Das heißt, er hat den Titel erst 89 bekommen, also weit nachdem wir geboren wurden. Das heißt, ungefähr 1982, als er meine Mutter kennengelernt hatte, war er auch noch nicht in der Nationalmannschaft der DDR. Er ist erst, glaube ich, 1986 zu seinem ersten Einsatz in Thessaloniki gekommen. Das heißt, um diese Zeitspanne muss er aber auch schon ein internationaler Meister gewesen sein. Ja, sehr, sehr starke Spieler. Und wie lange hat er dich begleitet? Bis zum 16. Lebensjahr, dann bin ich aufs Internat gegangen in eine andere Stadt in Dresden und danach haben wir uns ein bisschen separiert, was auch, glaube ich, psychologisch gesehen ganz gut war, weil wenn du einen Vater oder einen Elternteil als Trainer hast, ist das Fluch und Segen. Der Segen, weil du die beste Ausbildung bekommst, der Fluch aber, dass du als Kind oftmals gar nicht verstehst, wenn der Vater oder die Mutter eben emotional sich schlecht fühlt oder sich abwendet, weil du dann denkst als Kind, vor allem je kleiner du bist, desto extremer, dass die Eltern dich nicht mehr lieb haben, weil du jetzt gerade versagt hast. Dabei können sie es einfach nicht lassen, ihren Schmerz zu verstecken. Es ist sehr schwierig für sie, den Schmerz zu verstecken und das Kind verwechselt das mit Liebhaben und Nicht-Liebhaben. Und deswegen ist das manchmal so eine... Und wie war die Trennung? War das so für deinen Vater? Oder wer hat das initiiert? Das war gut. Die Trennung, ich hatte... Gut, die Trennung hat nicht stattgefunden, weil ich mich von meinen Eltern trennen wollte. Die Trennung hat stattgefunden, weil ich in der Schule in Erfurt, da wo ich herkomme, einfach sehr viele Probleme mit den Schülern hatte. Die fanden es nicht so toll, dass ich Schachspielerin war, dass ich oftmals nicht in der Schule war, dass ich nicht alle Klassenarbeiten schreiben musste und dass ich erfolgreicher war als sie. Denn es war ein Sportgymnasium gewesen und ich war halt die Einzige in der Klasse, die Schachspielerin war. Und die Einzige, die eben Medaillen bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften geholt hat. Und sie haben A, Schach nicht als Sport akzeptiert und B, natürlich war ich erfolgreicher als sie und das haben sie mich spüren lassen. Und damals gab es eben über den Dirk Jordan die Möglichkeit, in Dresden ans Sportgymnasium zu gehen. Dort waren andere Schachspieler. Und genau nur deshalb bin ich nach Dresden gegangen. Aber es hatte auch gleichzeitig bedeutet, ich trenne mich jetzt von meinem Vater als Trainer. Hatte dort dann eben mit dem Miroslav Schwarz und dem David Lobschanitzer andere Trainer bekommen. Und du wirst oft als Schachwunderkind bezeichnet. Und, aber wenn man nicht hart arbeitet, trainiert, dann natürlich kommt man mit dem Talent auch nicht zu weit. Und wie war deine Einstellung zum Training als kleines Kind? Okay, dein Vater war dein Trainer, dann später hattest du andere Trainer, konntest du Unterschied merken und was hat dich eigentlich am Schach als Kind fasziniert, als junges Mädchen? Ja? Ich würde nicht mal sagen, dass es Faszination war. Mein Vater war insofern clever, dass er damals nicht nur mich trainiert hat, sondern meinen Bruder und noch drei andere Jungs. Das heißt, wir waren zu fünft. Und die Jungs waren ungefähr im Schnitt alle wie mein Bruder 2 bis 3 Jahre älter und wir sind immer zusammen auf Meisterschaften gefahren. Wir haben in den Altersklassen U12, U14, U16 sämtliche deutsche Vereinsmeisterschaften gewonnen. Und dadurch, dass wir eine Gruppe waren, hatten wir immer unglaublich viel Spaß miteinander, weil eben Kinder unter sich, das heißt, wir hatten nicht nur diese schachliche Sache zusammen, wo wir eben zusammen erfolgreich waren, sondern eben auch die Freizeitgestaltung. Und dadurch haben diese Turniere eigentlich unglaublich viel Spaß gemacht. Das lag aber nicht unbedingt am Schach, sondern vielmehr an der Tatsache, dass wir immer gewonnen haben, weil wir waren einfach zu fünft unglaublich stark. Also zum damaligen Zeitpunkt hatten von den 5 Kindern, die mein Vater trainiert hatte, wurden 4 davon mehrfache deutsche Meister. Das heißt, das Konzept, was er aufgebaut hat, das war halt zum damaligen Zeitpunkt unglaublich erfolgreich und dadurch konnten wir auch in den Altersklassen sämtliche deutsche Meisterschaftstitel gewinnen und dadurch hat es eben auch Spaß gemacht, weil Erfolg war da, der Spaß war da und ja. Spaß war dabei, das war wichtig. Ja, das war halt die Kombination, du hast eben gewusst, du spielst mit diesem Team
Das sind alle deine besten Freunde. Du hast die ganze Freizeitgestaltung mit denen verbracht. Du bist mit denen groß geworden. Also wir sind zusammen gewesen über 5, 6 Jahre hin. Das heißt von klein bis ins Jugendalter. Und natürlich auch, ja, also wir waren erfolgreich. Also das war halt die Kombination aus allem. Und wie war das für dich, so viel Zeit mit deinem Bruder zu verbringen? Weil ich meine, die Geschwister... Ja, manche, wenn sie zu viel Zeit zusammen verbringen, dann natürlich die streiten und. Gut, mit meinem Bruder habe ich mich, wenn ich mich gestritten habe, ging es nie über Schach, sondern eher um meine anderen Belange wie in der Schule. Mein Bruder war unglaublich gut in Mathematik und in den ganzen Naturwissenschaften und er hat mir teilweise Nachhilfeunterricht gegeben, weil ich habe nichts kapiert in Mathe und Physik. Und hat dann immer irgendwann angefangen, mich auszulachen. Und da war dann eben sozusagen der Punkt, wo es gekracht hat. Aber schachlich haben wir uns nicht so gestritten. Und es war eigentlich auch gut, dass mein Bruder dabei war und noch der Ferenc Langheinrich, der Thomas Hensel. Ich weiß nicht, ob dir die Begriffe oder diese Spieler noch was von früher sagen. Wahrscheinlich eher nicht. Dadurch, dass wir uns alle gut verstanden haben und zusammen eben auch, wir haben Fußball gespielt, wir haben Tischtennis gespielt, wir haben Dummheiten angestellt. Also wir haben alles zusammen erlebt. Deswegen war das eine ganz tolle Jugendzeit. Und warst du das einzige Mädchen dort oder in der Gruppe oder waren auch andere Mädels? Nee, ich war das einzige Mädchen und ich war die Jüngste in der Gruppe. Aber deswegen denke ich sogar auch, da habe ich am meisten aus dieser Gruppe profitiert, weil am Ende wurde ich die Stärkste von den Fünfen, die in dieser Gruppe war. Und die hat das nicht gestört, dass, okay, ich bin, die anderen sind nur Buben, ich bin auch nur das einzige Mädchen und... Im Gegenteil, ich kam in der Schule selbst mit Jungs immer besser klar und selbst heute ist mein größter Freundeskreis sind alles Männer, also es hat sich nicht viel geändert. So, eigentlich bei dir war nicht ein Thema, weil während der Teenagerzeit viele Mädchen hören mit dem Schach auf, weil sagen, okay, ich habe keine Freundinnen, dabei die hören mit dem Schach auf und so weiter. Und so deine Motivation, das war nie ein Thema bei dir. Und deine Motivation war, wie du sagtest, wahrscheinlich Spaß, du hast dich gut mit der Truppe verstanden und war das wahrscheinlich auch Erfolg, war ein wichtiger Faktor? Und war das immer dein Traum, Profi zu werden? Also ich glaube, ich hätte das Glück gehabt. Ich bin als 12-Jährige in die Frauen-Bundesliga reingerutscht und mit 13 Jahren habe ich bereits Geld damit verdient. Das heißt, ich hatte sehr gutes Taschengeld, indem ich in der Bundesliga der Frauen 1 oder 2 Partien gespielt habe. Damit hatte ich eben mit 13, 14, 15, 16 viel mehr Taschengeld verdient als meine ganzen anderen Mitschülern. Und das natürlich, klingt jetzt vielleicht blöd, aber das war natürlich schon ein toller Bonus. Und ich glaube, das natürlich alleine die Tatsache, dass ich durch die Frauen-Bundesliga-Partien einfach ein bisschen Geld bekomme, dass ich spiele und eben schon mit 13, 14 Nummer 2, glaube ich mit 14 oder 15 war ich schon Nummer 2 in Deutschland, hat mich das natürlich auch angespornt, weiterzumachen, weil ich wusste, okay, ich bin Jugendlicher, aber ich kann mir sozusagen leisten, was ich will. Ich muss nicht meine Eltern um Geld bitten. Und das war natürlich schon, denke ich, zur damaligen Zeit sehr wichtig in dem Bezug. Plus eben, dass ich mich außerhalb des Schachs nie richtig wohlgefühlt habe. Die Kinder in der Schule waren gemein zu mir. Das heißt, ich war froh in dem Moment, wo ich in den Zug oder in die Maschine stieg, um ein Schachturnier zu spielen. Weil dort hatte ich meine Freunde gehabt, die haben mich nicht gehänselt, die waren nicht neidisch, sondern ich war unter meinesgleichen. Und eigentlich alles, was außerhalb der Schachszene war, war das Schwierige oder die schwierige Zeit für mich. Ja, das mit dem Geld verdienen, genau, das war auch eigentlich mein Fall. Ich habe mit 12 slowakischen Extraliga-Spielen begonnen, männliche Liga. Ich komme nach dem Wochenende derzeit, ich weiß nicht, 20 Euro verdient vor 20 Jahren oder ich weiß nicht, 25 Jahren. Und da konnte ich mit Jeans kaufen. Ich musste nicht gehen, Mama, ich möchte so irgendwo eine diese Marke, weil meine Eltern hatten nicht das Geld und ich bin einfach gegangen, habe mir das gekauft. Das war eigentlich für mich eine wunderbare Motivation. Und so an dem so Schach zu spielen, so ein bisschen, wie du sagst, auch später auf Gymnasium, ich war immer fast die Einzige, die ein bisschen Geld hatte, ja, von den ganzen Ligas und Turnieren. Aber das ist, denke ich, das ist eigentlich genau das Hauptargument gewesen, warum ich auch nicht aufgehört habe, weil ich eben das Glück hatte mit 13, 14, 15, also genau in dem Moment, in der Phase, wo dann die Pubertät reinrutscht und wo natürlich Kleidung und Stil und was in und was out war in der Schule ganz groß thematisiert wurde
Und ich hatte das Glück gehabt, egal was es war, ob es eine Levi's Jeans war oder eben Make-up oder eine Haartönung, ich musste nie meine Eltern fragen. Und dadurch hatte ich eben die Freiheit gehabt, mir das selber auszusuchen. Und das war, denke ich, eins der größten Motivationsgeschichten, vor allem wenn du noch in der DDR groß geworden bist. Das kam zwar dann 1990, die Wende, aber du hast halt schon als DDR-Familie weniger Möglichkeiten gehabt als eine Familie aus dem Westen Deutschlands, eben was deine Ressourcen anging und Taschengeld für Kinder und solche Sachen halt. Aber die war natürlich auch bewusst, dass du ein riesiges Talent bist, ja. Ich hatte vielleicht das Glück gehabt, dass in Deutschland die Konkurrenz außer Kitino Kachyani hatten wir keine Spielerin über 2,4. Sie war die einzige. Sie war eben in jungen Jahren von Georgien nach Deutschland gekommen, hat ihren Mann kennengelernt. Und sie war die einzige Konkurrenz, die ich hatte eigentlich. Und das war ab dem 14. Lebensjahr mehr oder weniger schon klar. Interessant. Als ich die deutsche Damenmeisterschaften gewonnen habe, war ich schon, glaube ich, mit 14 Nummer 2 in Deutschland, spielte schon bei den Olympiaden am zweiten Brett. Und dann, glaube ich, mit 17 habe ich dann mit Ketino die Plätze getauscht. Und dadurch war ich relativ schnell sehr weit oben. Was zwar gut ist, weil du dann natürlich die Motivation hast, zu sagen, okay, du bist jetzt Nummer 1. Aber es ist dann in den darauffolgenden Jahren gar nicht so gut, weil du hast keine Konkurrenz mehr, musst dich gar nicht so anstrengen, um Nummer 1 zu bleiben. Und das hat sich eben in den nächsten 20 Jahren fast nicht geändert, denn Darüber werden wir noch reden, genau über deine Position als Nummer 1. Aber natürlich, da fragen sich jetzt Leute, ja, mit 14 bist du Nummer 2 in Deutschland, ja, gewinnst du deutsche Meisterschaft und wirklich ein riesiges Talent. Und wie viel hast du dafür gearbeitet, trainiert? Training war das gar nicht so viel. Wir hatten dreimal in der Woche uns mit meinem Vater in der Trainingsgruppe getroffen. Aber was er eben gemacht hat, war, dass wir nicht nur natürlich zu Jugendmeisterschaften gefahren sind. Er hatte eben damals wirklich gedacht, es ist wichtig, dass die Kinder Erfolg haben, aber es ist auch wichtig, dass die Kinder sozusagen schachlich natürlich Gegner bekommen, wo sie Probleme haben. Das heißt, wir hatten eine Kombination gehabt aus sehr starken Open-Turnieren, wo wir gegen Erwachsene spielen mussten, und Jugendturniere. Und dadurch, dass er das gewechselt hat, war das eben eine gute Mischung gewesen. Auf der einen Seite hattest du den Erfolg und auf der anderen Seite hattest du die Prügel. Aber dadurch, dass es eben gemischt war, war das für das Kind psychologisch gesehen viel einfacher zu verkraften, weil du eben dann Ups und Downs hattest, aber nur durch die harten Turniere natürlich kannst du schachlich dich steigern. Aber in den späten Zeiten, sag mal mit 18, 20, wie war deine Einstellung dann zum Training? Oder wenn du von deinem Vater, wenn du deinen Vater gewechselt hast? Dann war ich in Dresden auf mich allein gestellt, habe auch damals mit Tina Miezmann zusammen gewohnt. Also sie ist auch nach Dresden gekommen, sie hat dort ihr Studium begonnen und du kennst Tina Miezmann, Ja, müsstest du natürlich. eigentlich noch kennen. Genau, wir haben zusammen gewohnt, aber dann zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, mit 17, 18, 19, war dann auch das Thema Jungs viel aktueller als mit 13, 14, 15. Und da gab es natürlich auch Phasen, wo ich nicht so viel Lust hatte. Sondern da gab es auch Phasen, wo ich denke, hätte ich härter gearbeitet oder hätte ich mehr gemacht, wäre der vielleicht noch mehr rausgekommen. Also das war dann so eine Phase zwischen 17 und 22, wo ich hätte besser arbeiten können. Und, Damals. aber wo war die dann der Zeitpunkt, wo du dir irgendwo innerlich gesagt hast, okay, jetzt will ich Profi zu werden? Oder als schon kleines Kind dachtest du dir, okay, das macht mir Spaß, okay, ich kann Geld verdienen, sehr nette Leute und ich will einfach Schach in meinem Leben Schach spielen? Ich war mit 16 eigentlich schon Profi, weil ich hatte durch die Bundesliga, durch ein paar Sponsoren, die ich bekommen habe im Laufe der Zeit und durch die Turniererfolge Nationalmannschaft eigentlich für eine alleinstehende Person ausreichend verdient, um unabhängig zu sein von meinen Eltern. Und dann irgendwann habe ich eine Ausbildung gemacht als Fremdsprachenkorrespondentin. Das war zwischen 2010 und 12. Da war ich Mitte der 20er. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich irgendeine Ausbildung mache. Und dann hatte ich eben überlegt, habe ein Jobangebot von der Bundeswehr gehabt, dort zu arbeiten mit meiner Ausbildung. Und dann habe ich gerechnet und das war eben Verdienst von ungefähr 1.500 Euro netto im Monat, aber du musst halt jeden Tag dort antanzen. Und dann habe ich das mal überschlagen auf das, was ich durch Schach verdiene, habe gemerkt, das ist kein guter Deal, weil im Schach habe ich Kannst meine du die eigenen Zehen Regeln. schlafen, ja? Nee, Die ich habe dann gemerkt, Disziplin. es macht finanziell keinen Sinn, den Beruf zu Ja. wechseln, weil mit meinem Beruf habe ich mindestens das Gleiche, je nachdem, wie erfolgreich ich spiele, plus
dass ich unabhängig bin und mir aussuchen kann, wann ich was wo mache. Und etwas, was dir einfach Spaß macht, ja, und wo Genau. du gut bist. Ja. Es war definitiv bequemer. Und ich habe mir auch deine Webseite angeschaut und dort steht: Mein Leben ist und bleibt das königliche Spiel. Ich werde nie abgeben, mir meinen schachlichen Traum zu erfüllen, eine Top 10 Platzierung in der Frauenweltrangliste. Du hast dich einmal als eine Person bezeichnet, die das Glas halb leer statt halb voll sieht. Und ist das beim Schach nicht ein Hindernis, beziehungsweise bei einem Profisportler, bremst dich diese Einstellung nicht in deiner Entwicklung ein bisschen? Gut, das Problem war natürlich, ich war natürlich immer eine Person, die das Glas halb leer sah als halb voll, aber das lag vor allem auch daran, dass damals in meiner Jugendzeit ich immer wieder, vor allem was den Verband in Deutschland angeht, den Deutschen Schachbund, immer wieder sozusagen eher das Gefühl hatte, Steine in den Weg zu bekommen, als dass man mir wirklich irgendwie in meiner Laufbahn behilflich ist. Und ich habe eben damals, vor allem in der Jugendzeit, gemerkt, wie zwischen Männerschach und Frauenschach differenziert wurde. Ich glaube, damals sogar der Gipfel oder dieses Konfliktes, wo ich ihn am stärksten gespürt hatte, war eben bei der Schacholympiade 2008 in Dresden. Da hatte man den Frauen als auch den Männern jeweils zwei Trainer versprochen. Wir hatten auch als zwei Trainer übrigens den David Şengilya gehabt, also euren Bundestrainer. Und dieses Versprechen wurde auch eingehalten. Und dann am ersten Tag hat man uns gesagt, dass es für ihn in dem offiziellen deutschen Hotel keinen Platz gibt und dass er in die 20 Kilometer entfernte Villa ziehen sollte und dann jeden Tag pendeln sollte für das Frauenteam. Und damals hatte Sarah Hult und ich eben dann gesagt, wir würden sogar ein Doppelzimmer teilen, damit er in unserem Hotel ist. Und der Deutsche Schachbund meinte, die hätten dafür kein Geld gehabt. Und das war eben eins dieser Momente, wo ich dann sage, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür kein Geld gibt. Und vor allem dann 6 Tage nach dem Turnier, also in der Mitte des Turniers, kommt auf einmal ein dritter Großmeister im Hotel an und dann frage ich ihn, was machst du hier? Und hat er gemeint, er hilft den Männern. Das heißt dann, für den dritten Großmeister hatten sie das Geld gehabt, ein Einzelzimmer im Hotel plus das Honorar. Aber in unserem Fall hieß es, wir haben für David Şengilya kein Geld, ihn im Hotel unterzubringen. Und das ist jetzt nur eine der krassesten Geschichten, an die ich mich erinnere. Und das waren eben solche Stolpersteine, die mir immer wieder sozusagen, statt die Motivation eben zu geben, eher das Gegenteil bewirkt haben, dass eben der Stellenwert des Frauenschachs in Deutschland zur damaligen Zeit eben alles andere als wichtig erschien. Das hat sich aber dann alles 2014, das war der erste Knackpunkt mit dem Bundestrainer Rogosenko, hat sich dann vieles positiv verändert. Und jetzt nochmal mit dem neuen Präsidenten, den wir haben und dem Geschäftsführer, hat sich das so sehr verändert, dass jetzt mittlerweile die Frauen sogar besser gefördert werden als die Männer. Na, das Aber ist jetzt bin super ich zu hören. 37. Zu meiner Zeit eben mit 18, 19, wo ich genau diese Einstellung und alles gebraucht hätte, war es eben eher das Gegenteil der Fall. Ja, ich kenne das auch selber von meinem slowakischen Verband und ich denke manchmal, wenn ich eine bessere Unterstützung hätte, vielleicht ich würde mir das anders überlegen, vielleicht würde mich überlegen, doch für Schach entschieden und nicht für seinen normalen Beruf, aber es ist wie es ist und ich bin jetzt auch so glücklich. Und Lisi, du hast das Jahr 2021 sehr erfolgreich beendet. Du hast Tennis deines Lebens gespielt, weil du deine letzte männliche Großmeisternorm in Riga erfüllen konntest. Ich habe aber gelesen, dass momentan es ist noch nicht klar, ob deine zweite Norm aus 2016 gültig ist und wie viel beschäftigt dich diese Unklarheit oder denkst du nicht wirklich daran? Na gut, mich normalerweise, ich meine, ich kenne natürlich die Problematik mit der Norm aus 2016. Da gibt es auch sehr, sehr viele interne Fakten dazu, die das alles sehr, sehr kompliziert gestalten. Darauf will ich jetzt auch nicht eingehen, aber das Schlimme an der Sache ist halt Folgendes, dass eben nachdem klar war, dass es Unklarheiten mit dieser Norm gibt, gab es dann eben deutsche Journalisten, die danach geforscht haben und die dann irgendwie öffentlich dann ein paar Sachen dazu erzählt haben. Und die Konsequenz aus dieser Geschichte war dann halt, dass ich oder bei vielen, vor allem alles aus deutscher Sicht natürlich nur, dass ich bei vielen Internetblogs oder Kommentaren auf einmal als Lügnerin und als Heuchlerin dargestellt werde, weil ich mich als Großmeister verkaufe, obwohl es klar ist, dass ich keine Wahnsinn.
bin oder werde, weil die Norm eben ungültig oder nicht ungültig, das ist alles, wie gesagt, ziemlich unklar. Aber die Konsequenz daraus war, dass ich dann eben Interviews gegeben habe, als ich noch in dem Glauben war, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Und dass ich dann, weil die Interviews teilweise erst 2 Wochen oder 3 Wochen später veröffentlicht wurden, zu dem Zeitpunkt, wo es klar ist, dass es da richtige Unstimmigkeiten gibt, dass die Konsequenz daraus ist, dass ich jetzt die Lügnerin oder die Heuchlerin oder die Hochstaplerin bin, obwohl ich eigentlich gar nichts dafür kann, weil ich habe die Behauptung nie aufgestellt. Das war die FIDE. Und ich habe einfach das gemacht im guten Glauben, dass es so ist. Und im Nachhinein natürlich kann ich auch nicht jetzt wieder praktisch Interviews, die ich 2, 3 Wochen zuvor gegeben habe, jetzt nochmal die Leute anrufen. Ihr müsst das und das ändern, weil es jetzt irgendwelche neuen Sachen gibt. Ich kann das teilweise gar nicht mehr alles regulieren. Und das Schlimme an der Sache ist eigentlich für mich nur, dass ich jetzt diejenige bin, die jetzt öffentlich dafür die Konsequenz tragen muss, obwohl ich diese Konsequenz eigentlich nie selber hervorgerufen habe. Das ist das Einzige, was mich daran beschäftigt, ist der mediale Schaden, der dadurch entstanden ist. Und hast du vielleicht irgendwelche Informationen dafür oder weißt du, wann wird die Entscheidung Ich habe gehört, März. Ich weiß nicht März. Wann, ich weiß nicht wie, ich kriege auch keine Informationen. Ja, wir drücken dir die Daumen, dass das wirklich klappt und dass du deinen Titel Großmeister wirklich kriegst. Und wenn also für mich ist es halt wichtig, dass egal, wie sich jetzt das Ganze entschieden wird, dass die Leute aufhören, mich dafür zu drangsalieren oder eben durch öffentliche Kommentare irgendwie. Also zum Beispiel, ich habe einen öffentlichen Kommentar gesehen auf Twitter, wo eben jemand schreibt, wie kannst du dich für diese Fernsehshow als Großmeisterin einladen, obwohl du keine bist? Also, Leute, habe ich weißt du, das ist ja wirklich nichts zu tun. Das ist für so diese genau. Fernsehsendung wurde ich im August eingeladen. Das heißt, ich hätte praktisch hell sehen müssen, um zu verstehen, dass ich in Riga im November meine letzte Norm hole, dann Großmeister werde. Aber die Sendung selber war im Dezember, aber eingeladen wurde ich im August. Und das sind dann halt solche Sachen. Ich meine, ich habe keine Lust auf irgendwelche Idioten in der Hinsicht irgendwie zu antworten. Aber das sind dann diese ganzen Vorwürfe, die auf dich einprasseln, so nach dem Motto, du verkaufst dich als Großmeister und bist keine, weil eben zum Zeitpunkt, wo das veröffentlicht wird, ob es Radio, Interview oder sonst was ist, Zeit vergangen ist und sich die Thematik oder die aktuelle Situation geändert hat. Ja, ich verstehe, das beschäftigt einem dann ein bisschen. Es ist aber nicht angenehm, sagen wir es mal so. Ja, aber kommen wir zurück zum Grand Prix in Riga. Was ist eigentlich bei dem Turnier so super gelaufen, dass dort alles wahrscheinlich für dich geklappt hat? Ja, die Weltspitze war dort und Titel. War das einfach die perfekte Timing oder hast du dich immer speziell für das Turnier vorbereitet oder bist du dort ohne irgendwelche Erwartungen gegangen? Also ich arbeite seit dem Grand Prix 2017 eigentlich nur noch mit, also fast nur noch mit Yannick Gossoli zusammen, ein französischer Großmeister, der mich auch bei fast allen Grand Prix-Turnieren, die ich hatte, also bevor der Grand Swiss kam, immer schachlich betreut hat. Und auch für den Grand Swiss jetzt im November hatte ich ihn gefragt gehabt. Und er ist jemand, der nicht nur praktisch schachlich natürlich komplett immer up-to-date ist, sondern auch jemand, der meine Psychologie versteht und weiß, wie ich mental ticke, was sehr, sehr wichtig ist, wenn du dich eben entscheiden musst, welche Eröffnung spielst du gegen wen und wie gehst du daran. Und ich könnte ihn auch zum Beispiel anschreien oder eben launisch sein und er würde mich nicht irgendwie dafür... Er versteht dich, ja, das ist es. Er versteht mich, er weiß, wenn ich sozusagen gerade nervös bin, dann ist es auch in Ordnung. Er ist nicht jemand, der das irgendwie dann persönlich nimmt, was ganz gut ist. Also ich kann so sein, wie ich bin. Ich muss mich bei ihm nicht verstellen, weil er eine Autoritätsperson oder sowas ist. Er ist auch ein guter Freund, das will ich damit sagen. Und für den Grand Swiss war es halt so, dass ich vorab die spanische Liga gespielt hatte. Dort hatte ich einen Schnitt von 2600 am dritten Brett und hatte eigentlich schon sehr, sehr gutes Training. Hatte auch 50% geholt. Das heißt, für mich war schon die Spielweise der Qualität der Partien plus mein Ergebnis ein sehr gutes Zeichen, dass es beim Grand Swiss ähnlich laufen kann, weil die Form war da und die Gegner, die dort in der spanischen Liga waren, die waren ja eigentlich objektiv stärker als die beim Grand Swiss. Und deswegen hatte ich eigentlich eine gute Mischung aus Praxis gehabt, hatte den perfekten Trainer für mich und und dann lief halt dann gut. Mach mal weiß auch mal nicht, wieso das lief, so gut lief, aber läuft, aber wenn das läuft, dann man wünscht sich, das läuft noch einige Monate und Jahren so.
Das ist richtig, das weiß ich nicht, weil ich habe danach kein Turnier mehr. Doch, ich habe noch in Slowenien die Mannschafts-Europameisterschaft gespielt, aber ich war so müde nach dem Grand Swiss, dass mein Ziel war einfach nur Performance halten, irgendwie überleben. Ich habe 8 Partien spielen müssen am Ende. Also ich habe die erste Runde aussetzen dürfen, danach durchspielen müssen, aber ich habe schon gemerkt, dass es kräftetechnisch schon eine andere Hausnummer ist. Ich nehme an, dass es bei 20-Jährigen nicht so krass ist. Bei Gajaschkin habe ich gar nichts gemerkt. Die war immer noch, die hatte bei den Männern gespielt im Grand Swiss und dann Mannschafts-Europameisterschaft, gar kein Problem, aber die ist halt 21, ja, und da ist Genau, schon ein Unterschied genau. zwischen 37 oder 36 und 21. Aber ihr habt toll, toll gespielt, 5. Platz, oder? Ja, Ja, es lief so. unglaublich gut. Wir hatten aber auch objektiv betrachtet mit der letzten Runde, mit der Auslosung, unglaubliches Glück gehabt. Wir hatten die Schwächsten in der Gruppe gehabt. Und Ja, aber du dadurch weißt, wie hat. ist das im Frauenschach, wenn man Ich nach weiß, wie Schwachen. es im Frauenschach ist, aber es lief Genau. halt mit der Auslosung in der letzten Runde wirklich gut, weil davor hatten wir immer die Starken gehabt. Und dann in der letzten Runde endlich eine Mannschaft, die objektiv wirklich auf dem Papier schlechter war als ich. Und dadurch, dass wir dann am Ende hoch gewonnen haben, mit 3,5 sogar, haben wir uns dann auf den Platz 5 hochgepeitscht. Und das war eigentlich auch sensationell in der Hinsicht, dass wir die Ja, letzten tolles zehn Ergebnis. Male keine Top-6-Platzierung geholt haben bei der Mannschafts-Europameisterschaft. Wir haben schon über deine Karriere geredet, auch die beste deutsche Spielerin. Und du hast schon erwähnt, über 16 Jahre, vielleicht 20 Jahre, bist du die Nummer eins. Und das ist einfach eine Ewigkeit, das ist Wahnsinn. Und was denkst du, wieso hat dich in allen Jahren kein Mädchen, keine Frau wirklich in Deutschland gefährden können? Weil wenn du so nimmst, Deutschland ist doch ein riesiges Land. Und liegt das an der niedrigen Zahl der Frauen im Schach oder nicht genügend Unterstützung vom Verband, keine Initiative zu wenig Initiative von Vereinen, keine systematische Arbeit mit den Talenten? Oder was ist deine Meinung dazu? Also ich glaube wirklich, dass es an der systematischen Arbeit zum größten Teil liegt. Also wir haben jetzt seit knapp einem Jahr haben wir ein neues Programm gegründet, dank unseres neuen Leistungssportreferenten Gerald Hertnick. Ich glaube, den Großmeister kennst du auch. Und er hat dann einen Sponsor gefunden mit der Kulich AG. Und jetzt haben wir so ein Programm, das nennt sich die Power Girls. Und da sind eben Mädels zwischen 17 ist die jüngste und 25 ist die älteste drinne. Damals hätte man schon vor 10 Jahren haben müssen. Und B, natürlich, vielleicht auch zukunftsbetrachtet, bräuchte man solche Programme eben bei Mädels zwischen, sagen wir mal, zwischen 8 und 16 und nicht zwischen 16 und 25. Aber wir haben Das ist ein gerade bisschen in den zu jungen, spät dann. wir haben in den jungen Altersklassen gerade nicht irgendwie, zumindest zur Zeit durch Corona auch schwer ersichtlich, weil eben viele Turniere ausgefallen sind. Haben wir zurzeit nicht die Talente oder wo man sagen könnte, diese 8-Jährige oder diese 9-Jährige hat ein Riesentalent. Dafür gab es die Möglichkeiten durch die Corona-Krise nicht. Aber letztendlich, solche Förderprogramme haben früher nicht existiert. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum ich relativ einsam da seit knapp 20 Jahren mich befinde. So noch ein weiter Jahr, 26 Jahre für dich. Aber Na, wir haben es jetzt wir haben eine 16 oder 17, ich weiß nicht, ob dann Turnier 16 oder 17 ist, aber bei der kann ich mir, also bei ihr kann ich mir vorstellen, dass sie den Sprung über 2,450 schaffen könnte oder höher. Witzigerweise, sie ist auch aus der gleichen Stadt wie meine Mutter, also sie ist Thüringerin. So Aber bei gute ihr sehe ich, Voraussetzung. also sie ist 17, glaube ich, jetzt, aber bei ihr sehe ich auf jeden Fall, weil sie eben noch die Jüngste in der Gruppe ist, sehe ich auf jeden Fall Potenzial, dass das über 2,450, vielleicht auch mehr, das kann ich nicht beurteilen, das ist schwierig zu sagen, muss man halt gucken mit Schule, Studium und so weiter und so fort. Aber bei ihr kann ich mir vorstellen, dass sie vermutlich von der Gruppe jetzt die nächste sein könnte, die. Aber es ist auch so ein kritisches Alter, 17 Jahre altes Mädchen, Ist du schwierig sagst zu sagen, aber Schule, bei ihr eben. andere Ja, irgendwo Liebe, Sachen. Schule, Genau, Studium, dann muss man irgendwo Prioritäten setzen. familiäres Umfeld, aber sie ist halt die Jüngste in der Gruppe und normalerweise ist es so, dass die Jüngsten am meisten profitieren und die Jüngsten sind halt auch diejenigen, die sich noch am krassesten entwickeln, rein statistisch gesehen. Deswegen würde ich jetzt denken, dass sie objektiv diejenige ist, die die größten Chancen zurzeit hat. Und
wir hatten jetzt zwei wirklich verrückte Jahre, ich würde sagen, hinter uns. Corona hat das Leben wirklich von vielen Schachspielern und Schachspielerinnen, ich würde sagen, negativ beeinflusst, keine oder wenige Turniere. Wir haben auch geredet über die Ligas und dann keine oder sehr wenige Mannschaftsbewerbe und so weiter. Und jetzt, wenn du so vorne schaust, nach allem, was in den letzten 2 Jahren durchgegangen wir sind, überlegst du dir vielleicht, was du als Schachspieler noch machen möchtest? Du kooperierst mit den großen Schachplattformen wie Chess24, Chesscom, machst du auch Videos für Chessbase. Ist das der Weg, den du eventuell später weitergehen möchtest? Oder siehst du dich eher als eine Trainerin? Also ich habe ja mit der Corona-Krise 2020, das muss man sich ja vorstellen, dass im März 2020 war der Lockdown und auf einmal war alles weg. Mhm. Die ganzen Einnahmen waren weg, die ganzen Turniere waren weg, alles war alles, weg. Ja. Und ich hätte das Glück gehabt, dass mein Vater mich nicht nur als Spielerin ausgebildet hat, sondern dass ich eben auch schon früher mit meinem Vater Lehrgänge gemacht habe. Also ich wusste, wie Kinder ticken, ich wusste, wie Anfänger ticken, ich wusste, wie verschiedene Spielklassen funktionieren. Und dann habe ich eben angefangen, zum Teil, weil ich Langeweile hatte, meinen Vater zu entlasten, habe einigen von seinem Unterricht übernommen. Und dann hatte ich eben meine Freundin Anna Mutzischuk, mit der ich zu der Zeit sehr, sehr viel im Kontakt war. Der war auch langweilig. Ich habe gesagt, okay, lass uns mal einen Twitch-Kanal machen, lass uns mal ein bisschen Spaß auf den Plattformen haben. Und durch diese ganzen Twitch-Streams, die wir vor allem aktiv 2020 gemacht haben, gab es dann immer mehr Anfragen an Schülern und dadurch hatte ich auf einmal dann 5, 6 Schüler gehabt und auf einmal hatte ich eine neue Einkommensquelle, ohne das irgendwie so realisiert zu haben. Und dann habe ich eben vor allem 2020 und 2021 unglaublich viel gemacht, auch für Chessbase, paar DVDs und paar Tutorials und für chess.com mache ich auch wöchentlich Videos plus eben die Unterrichtssachen mit den Schülern und Webinare für Vereine und so weiter und so fort. Ja, und am Ende könnte ich sagen, ich könnte eigentlich mit Schach aufhören und könnte mich nur noch auf das konzentrieren. Ich glaube, Lise, wir haben dich verloren, wieder. Ich bin nicht wieder da. Ah, du hallo? Du bist wieder da, ja, genau. Ja. Und, aber du wirst sehr, auch für deine Videos, du wirst sehr eigentlich gelobt, ja, dass du machst das toll, du erklärst das toll und man hat so ein Gefühl, das macht dir einfach auch Spaß, ja, weiterzugehen, was du eigentlich gelernt hast, ja. Das ist auch mein Ziel, dass ich irgendwann, also mein Traum wäre, dass wir vielleicht irgendwann in Deutschland auch eine Mädchengruppe starten würden, so zwischen, sagen wir mal, zwischen 10 und 15, weil 8, 7, das ist mit den Umfeld, also da gibt es viele soziale Aspekte, die auch natürlich da erheblich sind, aber sagen wir mal so ab 10, 11, dass wir solche Mädchengruppen vielleicht in der Zukunft auch stärker fördern, plus eben, dass ich mir vorstellen kann, auch mit Webinare oder mit Unterricht weiterhin, mache ich ja jetzt auch zum Teil, jetzt in der Zeit, wo ich nicht spiele, habe ich meine Schüler auch behalten, weil ich mag die und nur weil ich jetzt praktisch wiederum aktiv Turniere spiele, dann haben sie halt eine Pause, aber ich habe mich nie von denen getrennt und arbeite auch mit einigen schon seit 1,5 Jahren zusammen und sehe dann auch klar, dass sie sich auch leistungsmäßig zum größten Teil gesteigert haben. Meine älteste Schülerin übrigens ist 80, also alles Schau, das Schach hat keine Grenzen, keine alte Grenze. Ja, aber es ist ganz lustig. Ich hatte jetzt, ich habe noch einen Schweizer Schüler, der ist, glaube ich, auch irgendwas bei 80, aber es ist super interessant zu sehen, wie teilweise fit die in dem Alter sind und wie schnell die Auffassungsgabe noch funktioniert. Also ich war wirklich beeindruckt, was es da für Möglichkeiten noch in dem Alter gibt und wie fit die teilweise noch sind. Also und dann, wie trainierst du eigentlich mit solchen Leuten, die so schon ein bisschen älter sind? Ich glaube, denen geht es um Spaß, nicht sie wirklich weiterentwickeln, oder? Vielleicht was Neues lernen? Oder? Also mein Schweizer Schüler, der muss ungefähr zwischen 18 und 1900 sein und der ist immer noch, also was ich am Anfang immer einer jeden Stunde mache, ich teste die Bereiche, ich teste Technik, ich teste Endspieltheoriewissen, ich teste Variantenberechnung, visuelle Vorstellungskraft, positionelle Aspekte, also ich mache da eine Mischung aus 6, 7 verschiedenen Stellungen und dann sehe ich relativ schnell, wo ist er gut und wo ist er nicht gut. Und für mich war es eben überraschend, dass er vor allem auch in der Taktik relativ schnell noch war und das war super, ja.
Wahnsinn, ja, 80er Jahre. Und letztes Mal, mein letzter Gast war Elina und sie hatte auch einige Schülerinnen und sie sagt, ja, jetzt wenn sie spielt, das ist ein bisschen auch Druck auf sie. Sie muss immer gut performen, wirklich zeigen, das, was sie allen den Schülern eigentlich beibringt, dass sie das auch am Brett zeigt. Und ist das für dich auch so, das bisschen, ach, sie schauen mich jetzt alle zu online und wenn ich die Tournee spiele und Nee, also viele meiner Schüler, die verfolgen natürlich auch meine Turniere, meine Partien und die wollen auch, dass ich dann das Training auf die Partien zum Beispiel dann richte oder denen erkläre, wie der Gedankengang ist und solche Sachen. Und aber kommen nicht so, ja, Lise, wieso hast du nicht das oder das nee, gespielt oder das? das tun sie Das nicht. ist, Da haben sie wahrscheinlich okay, doch zu viel trauen sich Respekt das nicht. davor. Am Das besten. kommt nicht. Das kommt höchstens von meinem Vater. Okay, ach, noch immer kommt das von deinem Das kommt Vater. immer noch ab und zu von meinem Vater, warum ich nicht diesen oder jenen Zug gespielt habe. Aber von meinen Schülern kommt das nicht. Ja, aber fair enough. Dein Vater war dein Trainer, ich weiß nicht, hat dich 16 Jahre begleitet. Genau. Ja. Ich habe sehr viel in meinem Leben vom Schach profitiert, hast du einmal gesagt. Und was hat die Schach in all den Jahren gegeben? Na gut, wenn du Schach spielst, bist du halt immer jemand, der bestimmte Situationen analysiert und hinterfragt. Das heißt, du analysierst eben nicht nur im schachlichen Bereich, sondern alles, was mit dem Leben zu tun hat. Und das ist, denke ich mal, vielleicht oftmals, wenn du Entscheidungen treffen musst, die wichtig sind, ist das recht wichtig, würde ich sagen, dass du da nicht voreilig irgendwie in der Hinsicht Fehler machst. Also das ist eben bei mir, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe oder wenn ich das, mittlerweile ist das so schlimm, dass ich selbst bei Medikamenten angucke, was da alles drin ist und welche Nebenwirkungen. Das habe ich früher nie gemacht, aber ich glaube sogar, je älter ich werde, desto mehr versuche ich all diese Sachen zu analysieren. Und ich habe eben gemerkt, dass es zwar auf der einen Seite ganz gut ist, weil du dann genau weißt, mit was du es zu tun hast, aber auf der anderen Seite kann das auch sehr anstrengend sein. Vor allem den anderen Mitmenschen gegenüber, wenn die dann sagen, okay, wie wäre es mit dem und dem? Und du fängst an, du musst darüber nachdenken. Kurz analysieren und dann komme ich, ja. Alle Möglichkeiten. Und wie sehen jetzt deine Schachpläne aus? Schachkalender aus? Ich weiß, wie gesagt, bis jetzt eigentlich gar nicht viel, weil ich hatte mich ja in Riga für den Grand Prix qualifiziert, aber ich weiß, dass erst das Kandidatenturnier kommt, da bin ich nicht qualifiziert und das wird im Frühjahr sein, also nämlich an Mai, Juni. Und deswegen vermute ich, dass der Grand Prix erst im Herbst, Winter stattfinden wird. Und die Schacholympiade Moskau, also rein von dem, was man jetzt gerade politisch alles sieht, bin ich mir nicht mal sicher, ob wir überhaupt in Moskau spielen werden, weil das kommt jetzt auf diesen ganzen Konflikt, der gerade passiert in der Das Welt stimmt mit eigentlich. Ukraine, Russland und den Und anderen. Europameisterschaften, Frauen in Prag, hast du Die Kopf? sind in Prag, aber das ist witzig, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin für solche Turniere zu alt geworden. Also ich habe Ah. letztes Jahr schon drauf verzichtet. Ich will auch fast keine Turniere mehr, wo 11 Runden sind. Und mittlerweile ist es halt so, dass es bei mir jetzt die Priorität darauf liegt, wenn ich was spiele, sollte, es klingt vielleicht blöd, aber da sollte vielleicht auch finanziell irgendwas dabei rausspringen. Wenn ich eine Europameisterschaft der Frauen spiele und nicht unter die ersten 10 komme, habe ich 2 Wochen mehr oder weniger in den Sand gesetzt. Mein Freund ist dann vielleicht auch nicht so glücklich, weil ich bin 2 Wochen weg und ja, das ist die eine Sache. Also ich versuche jetzt auch sehr viel familiär in der Hinsicht ein So bisschen suchst du kürzer dich zu jetzt treten. vorsichtig die Turniere aus, was du Genau. spielst. Und dann eben sagen, okay, ich spiele lieber Turniere mit, wo ich weiß, ich habe finanziell auf jeden Fall am Ende einen Nutzen von, weil eben Ja, ich ist die das dein Kraft und die Beruf Energie auch? und die Lust auch gar nicht mehr habe, eben so ein Turnier für 2 Wochen zu riskieren, dann alles reinzustecken und am Ende spiele ich schlecht und weiß nicht, ob mich das dann psychologisch noch so glücklich macht. Und dann sage ich, da bleibe ich lieber 2 Wochen zu Hause, mache mein Training, gebe meine Webinare, das macht mir Spaß, die Schüler freuen sich und ich bin zu Hause. Ja, ich verstehe dich voll. Und jetzt ist Dreiviertel schon hier. Und ich habe aber etwas vorbereitet, damit wir noch ein Stück Schachbrett heute sehen. Und zwar drei deine Partien, die ich einfach toll finde. Und ich bin mir sicher, dass du sie alle drei erkennen wirst und dich an die Lösungen erinnerst. Aber bevor wir dazu kommen, sollen unsere Gäste, die Zuhörer, ihre Chance nutzen und ich eine oder auch zwei Fragen stellen.
So, ich habe jetzt so eine tolle Chance, Lise was zu fragen. Ja, danke, sehr gerne. Ja, hallo. Total beeindruckende Einblicke in deine Vita, liebe Elli. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast mehrmals am Rande erwähnt, dein Umgang mit der Öffentlichkeit rund um vor allem die Kontroverse wegen den Normen. Das heißt, du bist ja im Laufe der Jahre sozusagen zu einer Person des öffentlichen Interesses geworden. Hat dich irgendwas drauf vorbereitet und wie gehst du mit diesem Medieninteresse um? Hast du da selbst Coaching? Wie gehst du sowas an? Das ist wahrscheinlich eines dieser Fragen, die einen sehr wunden Punkt bei mir treffen, weil ich gebe jetzt zu, ich bin nicht eine Person, die irgendwie Talent darin hat, Konflikte zu vermeiden. Ich bin eher die Person, die Talent darin hat, dass Konflikte entstehen. Und irgendwie schaffe ich es meistens immer, dann in ein Fettnäpfchen zu treten, wenn es vor mir steht. Das ist halt leider gegeben. Klar hätte ich wahrscheinlich viel früher damit anfangen müssen, da ein Coaching zu haben, vor allem was mediale Sachen angeht. Aber auf der anderen Seite bin ich halt immer jemand, ich sage, was ich denke. Und manchmal ist das halt nicht besonders diplomatisch. Also Diplomat werde ich auch in meinem Leben definitiv nicht werden. Aber vor allem, ich glaube, durch diese Problematik, dass eben früher in den Jugendjahren, also als ich zwischen 15 und 20 oder zwischen 15 und 25 war und auch diese ganzen Probleme innerhalb meines Verbandes miterlebt habe und da auch ordentlich gekämpft habe, dass sich da für die Frauen was verbessert, glaube ich eben, dass ich durch diese Sachen aus der Vergangenheit schon mehr oder weniger einen Ruf aufgebaut habe, der eben für polarisierend irgendwie spricht. Aber jetzt in meinem Alter ist es halt so, dass ich da in der Hinsicht keine Lust mehr habe, irgendwie diplomatisch zu sein. Ich sage, wie gesagt, was ich denke. Wenn es den anderen passt, dann müssen sie damit klarkommen. Zumal ich manchmal mich eben wirklich frage, warum die Leute über Sachen urteilen, die sie gar nicht nachvollziehen können. Die kennen dich persönlich nicht, die lesen irgendwas, geben ihre Kommentare und dann stellt sich für mich die Frage, wie langweilig muss deren Leben sein, dass sie nichts Besseres zu tun haben, als über das Leben von anderen sich auszukeksen. Und ich merke das eben in sehr vielen medialen Bereichen, vor allem was Persönlichkeiten im Frauenbereich angeht, nicht nur bei mir als Schachspielerin, sondern allgemein. Und ich vertrete halt den Standpunkt, ich bin jetzt nicht ruhiger, nur weil ich dann weniger Hiebe bekomme. Ich bin es mittlerweile gewohnt, Hiebe zu bekommen. Ich finde es nur erstaunlich, wie sehr die Leute das tangiert und interessiert, dich irgendwie versuchen wollen zu treffen. Aber ich glaube, dann musst du eben als Frau irgendwann drüber stehen. Und ich versuche es mittlerweile hier rein, da raus. Und irgendwann klingt das Interesse dann sowieso ab. Das heißt, die letzte große Baustelle wird jetzt diese ganze Entscheidung mit dem Großmeistertitel sein. Da werde ich auf jeden Fall noch ein paar Hiebe bekommen, öffentlich, aber ich kann es eh nicht ändern. Diesmal bin ich nicht mal dran schuld, würde ich zumindest behaupten. Aber ich denke, irgendwann klingt das Ganze auch wieder ab und dann habe ich wieder meine Ruhe. Und dadurch, dass ich jetzt auch nicht irgendwie wichtige Turniere spielen muss, wird es mich jetzt emotional auch nicht so stark tangieren. Vielleicht weitere Fragen? Und ich muss auch sagen, ich kann wirklich das gar nicht verstehen, statt sich zu freuen, dass ihr habt schon wirklich so eine Frau, die das so weit geschafft hat und wirklich sie irgendwo zelebrieren und wirklich sich echt freuen, ja, dann diese ganze Attacken auf die Person, das ist für mich das wirklich nicht nachvollziehbar. Gut, ich habe zum Teil, ehrlich gesagt, natürlich auch Sachen selbst zu verantworten. Ich habe Mist gebaut in einigen Momenten. Also das gebe ich auch ehrlich zu. Ich bin da transparent genug zu sagen, ja, da habe ich Scheiße gebaut, kann man so sehen. Bist du Aber selbstkritisch, ja? ich glaube wirklich, und das klingt jetzt vielleicht bizarr, dass wäre ich ein Mann gewesen, wäre das nie in so einer Dimension eingekracht wie als Frau. Also ich glaube vor allem als Frau, die ich in einer Domäne, die eben Männer gut. Die schachliche Gesellschaft ist männerdominant, ganz klar. Natürlich. Aber egal, in welchem Bereich du als Frau irgendwie versuchst, einen Fuß zu fassen, je dominierender es männlich betrachtet ist, desto schwieriger wird es und desto mehr Hiebe musst du auf dich nehmen. Also zum Beispiel, Dagmar, dein Café, wo du nur
Frauen reinlässt, wirst du wahrscheinlich auch deine Hiebe links und rechts bekommen haben und deine Aussagen oder spöttischen Häme dazu. Kann ich mir ganz gut vorstellen, aber da muss man halt als Frau drüberstehen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass man als Frau noch härter angefasst wird medial, weil man irgendwo gegen diesen impliziten gesellschaftlichen Konsens verstößt, dass Frau lieb und nett zu sein hat und Ja und Amen zu sagen und nicht auf den Tisch zu hauen. Ja? Sobald eine Frau gegen diese Erwartung verstößt, ne? Ja, wird sie dann hysterisch oder sonst was, kann man sich halt dann auch suchen, also die misogynen Abwertungen. Ja, dann würde ich sagen, wir können noch später zu den Fragen kommen, aber jetzt würde mich echt interessieren. Aber ich glaube, Elise, du bist das alles perfekt. Obwohl, ich hoffe, ich erinnere mich noch, ansonsten wird es peinlich, wenn ich jetzt schlechter abschneide als in der Partie. So, lass mich das jetzt sharen. Und die erste ist, siehst du das Brett? Ich erinnere mich sogar an die Partie. Ja, und das ist wirklich für mich erstaunlich. Das war 94, ja? Gegen Alexandra Kostenjuk, ja. Du warst 9 Jahre alt, 9 Jahre. Und so ein Angriff, das ist wirklich ein Wahnsinn. Und auch das ganze Partie, was für eine Qualität, Hochqualität, ja, was für ein Niveau hatte die Partie, ich meine, von beiden Seiten natürlich. Und die Alexandra Kostenjuk natürlich auch so eine tolle Spielerin. Und du warst schwarz. Und weißt du, was du gespielt hast? Ja, ich habe Turm G3 gemacht. Ja, natürlich Turm G3. Richtig, Turm G3. Und nach Spring F5 hast du einfach auf H3 genommen. Dann genau. Sie ist später in dem Turnier auch Obermeisterin geworden. Mhm. Und der Vater war damals dabei. Und dadurch, dass er es nicht fassen konnte, dass Alexandra praktisch jemanden hatte, der objektiv in der Partie war, ich wirklich als stärkere Spielerin symbolisch rübergekommen. Ich habe sie ja nicht geschlagen, weil sie eingestellt hatte, sondern ich habe sie wirklich ab einer bestimmten Phase überspielt. Genau. Und er hatte meinem Vater dann ein Match angeboten gehabt. Oh, und? Wie ist das gegangen? Wir haben das Match nie gehabt, aber er hat es ihm gesagt, das war für den Vater von Kostenjuk zum damaligen Zeitpunkt ein Schock gewesen, dass es eine westeuropäische Spielerin, wahrscheinlich krass eben, dass es auch noch eine Deutsche war und keine Ukrainerin und keine Weißrussen und diese ganze, oder eine Chinesin oder eine Inderin, also diese ganzen Länder, die eigentlich eine schachliche Tradition haben, war es für ihn damals ein Schock gewesen. Er wollte dann auch ein Match haben, aber das Match kam dann viel später nicht durch den Vater von ihm oder durch meinen Vater zustande, sondern durch andere Faktoren. Mhm. Aber wirklich ein toller Angriff. Zweite Partie, hier, was du weißt, kannst du dich erinnern? Ich vermute stark, ich muss auf E4 mit dem Bauern genommen haben und die Figur geopfert haben, bin aber nicht sicher. Genau, sehr gut. Sehr gut, ciao, hast du ein sehr gutes Gedächtnis. Ja, hätte ich mich nicht anders erwartet. Und das war gegen Zawadzka Jolanta. Das hätte ich nicht mehr sagen können, wenn die Gegnerin war. Und hättest du mir diese... Sehr starke Spielerin auch. Genau, hättest du mir diese Stellung als Übungsstellung gegeben, hätte ich dich erraten, dass ich es gewesen wäre. Bei der anderen Partie schon, aber das war eben durch das Turm G3-Motiv zu offensichtlich. Aber hier hätte ich die Aufgabe wahrscheinlich schon gelöst, aber ich hätte nicht erraten, dass es meine Partie war und auch nicht gegen wen und wann. Genau, das war 2005, wo du deinen Junior-Weltmeistertitel gewonnen hast. Das war gegen Zawadzka Jolanta, wirklich eine Top-Spielerin. Ist sie auch geworden, wie du. Und du hast jetzt eine Figur geopfert, hast du auf E4 genommen, sondern wirklich schnell, wie hast du das weiter gemeistert? Und einfach dann gut, ich habe dann wahrscheinlich zu viel Material gewonnen. Überspielt, ja, genau. Und jetzt hast du genommen auf F7, Dame G4 und jetzt ist es vorbei. Ja, echt. Damals war ich sogar ein bisschen taktisch aggressiver als heute. Wahrscheinlich war das mit dem Alter. Doch, ich glaube schon, dass je jünger man ist, desto risikobereiter ist man zum Teil auch. Genau, man traut sich auch mehr, hat wirklich wahrscheinlich auch größer selbstbewusst. Und das ist, du bist auch hier, weißt du? Genau. Ja, das ist eine Partie, die habe ich, ich sehe es ja gerade gegen Nava May. Genau, 2019 Europameisterschaften Frauen. Ja, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Das ist schlecht.
So, überleg dir, was würdest du jetzt spielen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass ich irgendwie am Ende matt gesetzt habe, aber ich weiß nicht mehr. Genau, wie. Aber wirklich toll, sehr schön. Ich möchte das auch bis Ende. Das sind nur ein paar Züge, ich möchte das bis Ende zeigen. Ja, aber ich habe nicht. Ja, aber Dornflick G6 funktioniert ja nicht. Soweit ich weiß. Oder? Nee, das funktioniert nicht. Ach ja, hier. Puh, siehst du? Jetzt hast du mich erwischt und das ist auch noch die jüngste Partie von allen drei. Das war nicht mein Ziel. Nee, alles gut. Aber, gute Frage, was ich hier gemacht habe. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich sehe noch keinen taktischen Schlag, der jetzt irgendwie... Das Direkte ist noch nicht, nein. Nee, direkt ist es nein. Hier nicht, deswegen denke ich, gibt es wahrscheinlich mehrere Züge, vermutlich stark. Genau, genau. Aber ich habe... Den Springer habe ich nicht gezogen, oder? Nein. Richtig. Siehst du, ja. Da kenne ich mich schon gut genug. Habe ich Turm H1 gemacht? Geht der? Genau, genau. Turm der H1. Funktioniert, ja. Und sie hat jetzt auf F5 genommen, weil jetzt droht. Ja, jetzt droht was. Ach ja, und dann habe ich vielleicht Dame E6 Schach. Geht der? Also ich habe wieder genommen. Das ist wahrscheinlich sogar besser. Genau. Sie hat die Türme auf die, ja, die Linie verdoppelt und jetzt Action. Und jetzt ist das, ja, H7. Ach so, okay, jetzt erinnere ich mich wieder. Mhm. Ungefähr. Schach hier noch. Ach nein, Turm H7, genau. Sie hatte noch einen Rachenschach gehabt. Genau, aber das war's. Und dann hatte ich irgendwo Turm G6 war der Zug her. Ja, siehst du, das und da jetzt, kann ich mich am wenigsten erinnern. Jetzt habe ich damit für D8 gemacht. Genau, genau. Diese Stelle. Erinnern. Und jetzt da nimmt er, schlägt EA. Und das war auch so schön, wirklich eine tolle, schöne Partie. Das war meine erste Runde auch gewesen, glaube ich, bei der Europameisterschaft. Ah, das weiß ich nicht. Das weiß auch, ich nicht. Ja? Ah, wow, dann wirklich so, so eine Partie motiviert dann natürlich. Ja, gut, ich war bei dem Turnier sehr motiviert. Es gibt selbst, das ist eine lustige Geschichte, wie ich überhaupt zu diesem Turnier gekommen bin, weil ich habe 2 Tage vor Start der Europameisterschaft mich entschieden zu spielen. Mhm. Ich hatte eigentlich Tickets gehabt für das Island Open zur selben Zeit. Mhm. Und eine Woche bevor das Island Open hätte stattfinden müssen, ist Wow Air bankrott gegangen und die Flüge waren weg. Und der neue Flug hätte mich 800 Euro gekostet. Mhm. Und ich dachte mir, das ist ein Zeichen. Das heißt, es ist ein Zeichen, dass ich nicht Island spielen soll, sondern dass ich zur Europameisterschaft fahren sollte. Nur in dem Jahr war ich auch ein bisschen mit dem Schachbund verkracht, bin auch aus der Nationalmannschaft 2019 ausgetreten und wollte deshalb eigentlich auch gar keine Turniere spielen, die irgendwas mit Nationalmannschaft oder mit Deutschland zu tun haben. Deswegen dachte ich mir, Island oben ist toll, ist ein Oben-Turnier, ist ein schönes Land. Und dann bin ich eben, wie gesagt, 2 Tage vor Start habe ich die Türken, ich habe gute Kontakte noch zur Türkei, weil ich dort mal gearbeitet habe, habe einen türkischen Veranstalter angerufen, habe gesagt, kann ich noch spielen? Dann hat er gesagt, ja, kein Problem, wir tragen dich nach. Und dann bin ich eben auf eigene Kosten zu dem Turnier angereist, habe dann, ja gut, ich hatte einen Trainer, ich habe Janik angerufen, habe gesagt, Janik, hast du Zeit? Und er so, ja. Und gesagt, okay, Janik, pass auf. Alles ist auf meine Kosten, ich muss dort mindestens unter die ersten 5 kommen, sonst mache ich nass. Und da habe ich nichts bewiesen. Am Ende bin ich geteilter Erster geworden, aber ich hatte die Motivation für dieses Turnier gehabt, was ich wahrscheinlich nie für irgendein Turnier hatte wie hier, weil A, wollte ich praktisch dem Zeichen nachgehen, dass dadurch, dass eben die Wow Air bankrott gegangen ist, dass das dafür stehen muss, dass das Turnier jetzt das Richtige für mich ist. B, musste ich alles selber bezahlen und C, wollte ich beweisen, dass ich es auch ohne Hilfe durch den Verband oder durch irgendjemanden schaffen kann. Und das war eben meine erfolgreichste Europameisterschaft. Ich bin damals geteilter Erste geworden, nach Wertung allerdings Dritter. Mhm. Und mit dem Janik arbeitest du nur, trainierst du nur für die Turniere? Machst also du nur für die richtigen Turniere, also für den Grand Prix werde ich ihn wieder nehmen. Der ist jetzt irgendwann in diesem Jahr. Und für den Grand Swiss und für Weltcups. Also immer frage ich bei den ganz wichtigen Turnieren, frage ich Janik, ob er mir hilft. Und sonst trainierst du alleine oder gar nicht? Oder? Gut, ich meine, ich gebe ja Unterricht, aber mittlerweile ist es halt so, dass ich auch Schüler habe, die stärker sind. Und dadurch habe ich immer den neuen Stoff. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich glaube, sogar durch das Unterrichtsgeben bin ich schachlich stärker geworden. Ja, aber das kann schon sein, ja, wenn du wirklich gute Studenten hast.
Genau, ich habe so Leute zwischen 2.1 und 2.4 zum Teil gehabt und habe mich dann immer auch natürlich mit neuen Stoff beschäftigt. Und dadurch, dass du dich mit neuen Stoff beschäftigst und mit neuen Büchern, du siehst zwar die Lösungen, aber du hast halt trotzdem neue Stellungsbilder, die du siehst, neue Motiverkennung und es hilft dir schon. Mhm. Auch wenn nicht so intensiv, als wenn du das selber versuchst, alles zu lösen, klar. Und die Studenten sind von unterschiedlichen Ländern. Ja, also wie gesagt, das wird mein größtes Experiment war ein Amerikaner, den hatte ich angefangen zu trainieren im Oktober 2020. Mhm. Und der ist jetzt seit über anderthalb Jahren bei mir und der hatte damals eine 1800 gehabt auf chess.com, jetzt hat er eine 2200. Das heißt, ich habe mit ihm praktisch die komplette positionelle, der war unglaublich gut im Rechnen und in Theorie, aber er hatte von positionellen keine Aspekten Ahnung, wie manövrieren, starke Felder, schwache Felder, offene Linien, also diese ganzen positionellen Grundlagen nicht so viel in seinem Leben gehört und das hatte ich eben die 2 Jahre mit ihm gemacht und bei ihm hat man dann auch den Sprung gesehen, zumindest online, weil er normale Turniere nicht spielen konnte. Irgendwelche Fragen von euch, die Sie... Ja, sag mal bitte. Also apropos Training, ich frage jetzt ganz, ganz eigennützig für meine Schachfrauen von Frau Schach. Ja. Übrigens gibt es Frau Schach jetzt auch schon in Bregenz und bald in Graz. Ja. Elli hat ja gesagt, sie schaut mal in Wien vorbei, wenn sie da ist, würden wir uns sehr freuen. Bis dorthin würde ich mich über einen Tipp freuen. Also für unsere Schachfrauen, wir sind eher auf bescheidenerem Schachniveau unterwegs. Was würdest du denn Frauen, die gescheit durchstarten wollen, so raten in Sachen Training, also eher auf niedrigem Niveau? Also ich würde wahrscheinlich auf niedrigem Niveau erstmal mit den kompletten taktischen Motiverkennungen anfangen, wie Springergabel, Spieß, Fesselung, Gegenüberstellung jeglicher Art, also die ganzen Grundlagen der Taktik, weil normalerweise in dem Anfängerniveau entscheiden sich die meisten Partien wirklich durch stupide Variantenberechnung und durch Übersehen von trivialer Taktik. Und diese Motiverkennung, die kann man heutzutage schon selber im Alleingang, also da braucht man auch keinen Trainer dafür, kannst du sehr, sehr gut üben, eben auf den ganzen Plattformen wie chess.com, LeeChess gibt es Programme, wo es immer bestimmte Motive sind, die du taktisch üben kannst. Und solche Grundlagen, denke ich, ist am Anfang sehr, sehr wichtig. Ich erinnere mich da auch, ich habe eine 80-jährige Schülerin, habe ich ja erzählt, die hat auch ungefähr so ein Niveau 500-600. Aber bei der musste ich eben auch erstmal anfangen mit Springergabel, also die ganzen taktischen Sachen, erstickte Smats, was es da alles so gibt. Und ich denke, wenn man diese Grundlagen erstmal im Eigenstudium, kann man wunderbar selbst erlernen, dann ist es erstmal die erste Voraussetzung, auch die Partien länger zu überleben, weil das sind meistens die einfachen Taktiken, die dich dadurch am Ende zum Verlust irgendwie führen könnten. Das wäre mein Tipp, aber ich sehe es halt bei meiner Schülerin, die wahrscheinlich so mit 500, 600, ich weiß jetzt nicht, wie gut eure Gruppe ist, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr auch im Anfangsstadium seid, was Schach angeht, dass solche Motivübungen sehr, sehr nützlich sein könnten. Ja, dann würde ich sagen, wenn das war, dann vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Du bist wirklich eine sehr inspirierende Frau, ja, und eine tolle, tolle Schachspielerin und Kämpferin. Und ich wünsche dir für heute dann viel Glück in allen weiteren Turnieren, was du spielst. Und ich hoffe wirklich, dass das mit deiner Großmeister noch klappt. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns irgendwann auch bei der Damen-Bundesliga. Bei den Turnieren bin ich mir nicht sicher, weil ich auch schon ein bisschen Richtung Retirement gehe. Du hast einen neuen Job, du bist Mama. Ja, genau. Aber natürlich, ich schaue mir immer wieder die Turniere und auch die Partys gerne online, wie die Damen spielen, die Herren spielen. So. Ich bin nicht komplett aus. Weg von der Schachszene. So, noch einmal vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Für das tolle Gespräch. Danke, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich sagen, jetzt mache ich Stopp mit dem...